Moin zusammen, wir hüpfen wieder mit zwei Beweisen eine Runde nach Willow und schauen mal, ob wir so einen verrückten Geist kriegen wie jetzt letztens. Gerade eben in Edgefield, der war ja richtig durchgedreht, der Geist. So, Breaker Garage. Oh Gott, Geisterfoto wieder. Aber ich hatte eben Bugs, ja, wollte ich schon mal sagen. So, wir bereiten alles vor. Und wir sind gleich wieder da. So, und Attacke. Hey Willow. Von draußen habe ich hier jetzt keinen Knochen gesehen. Auch, oh, schade, kein Versteck. Breaker ist in der Garage, zum Glück. Ich hoffe, der Geist ist nicht im Keller, weil das ist hier der weiteste Weg, den man laufen kann. So, mal schauen. Wir haben hier ein Versteck. Versteck Nummer 2. Ohne Knochen. Mein Lieblingsversteck leider nicht. Zwei Verstecke in der Garage. Ich habe schon Halluzinationen. Ich dachte, ich habe vorhin so ein Singen gehört. So wie wenn die Geister die Ghost Events machen. Dieses... Meine Kerze ist ausgegangen. Hinten beim Schlafzimmer oder im Flur ist meine Kerze gerade ausgegangen. Der Geist könnte hier hinten irgendwo sein. Na, nein. Nicht das Versteck. Lieber hier hingehen. Da ist man sicherer als da. Okay, also entweder Flur oder das Zimmer. Mal schauen, ob er die Kerze auspustet. Ach, ist der Knochen jetzt etwa im Keller? Ich würde mich jetzt echt gerne direkt um den Geist kümmern, aber immer diese Knochensucherei. Okay, hier ist kein Versteck. Kein Knochen. So, dann mal schauen. Im Keller ist auf jeden Fall kein Knochen. Der muss irgendwo oben sein. Und ich habe keine Lust mehr, danach zu suchen. Ist mir zu doof. Weil das mit dem Knochen, das ist wirklich nervig. Vielleicht ist der in der Treppe, was ich mal bei Tanglewood hatte. Nö. Im Keller haben wir nichts zu schaffen. Da ist kein Versteck, da ist gar nichts. Ich versuche mich mal um den Geist zu kümmern. Also haben wir nur die Verstecke in der Garage bis jetzt, ne? Eigentlich. Ja, eigentlich hinten in dem Schlafzimmer das eine, aber da sind mir schon so viele Leute gestorben. Da besser nicht hinlaufen. Ist der Knochen doch irgendwo hier? Auf dem Sofa oder so, hier unten. Nö, ich sehe nichts. Dann eben nicht. So. Kümmern wir uns mal um den lieben Geist. Das ist viel interessanter. Außerdem sind wir ja auch keine Hunde hier, ne? Also hier irgendwo hat er mir die Kerze ausgepustet. Und hier? Ja, in dem Bereich hier. Ja, er ist hier in dem Zimmer. Das Zimmer hier ist kalt. Jetzt müssen wir mal einen kurz hier in dem Bereich und eins auf jeden Fall hier vorne, dass wir den kurz sich liegen. Das ist der einzige Raum, den ich nicht durchsucht habe. Das wird mir mittlerweile aber auch ein bisschen zu doof immer mit dem Knochen. Ey, ich habe wirklich alles abgesucht. Es ist wirklich nervig, Leute, mit dem Knochen. Das nervt wirklich. Liegt der vielleicht hier unter unserem Kram oder so? Nö, ich sehe nichts. Passiert ja manchmal auch, dass man den platt tritt aus Versehen. Dann hat man da einen festgetretenen Knochen. Licht aus. Okay. Geist macht das Licht aus. Interessant. Ich habe leider keine Kamera hier. Die hole ich direkt als nächstes. Hier ist ja gar kein EMF. Ich brauche nur. I have the bone. Ja, perfekt. Wo war der denn da? Ich habe da keinen gesehen. Hier im Keller neben dem Real. Ein ganz kleiner, dünner Knochen dort. Ach, also war der sowieso schwer zu sehen oder was? Schon mal hier auf den Mini-Knochen wieder, weißt du? Wenn du dreimal hingucken musst, wir haben Fingerabdrücke und der Geist schreibt ins Buch.
Ja, er hat ins Buch geschrieben. Fingerprints, Ghost Riding, Poltergeist, Demon. Oh oh. Gefährlich. Gefährlich. Also Fingerabdrücke und Buch haben wir. Okay, dann kann es nur Poltergeist, Dämon oder Meiling sein, ne? Ja, ist eine gefährliche Kombo. Ich bereite allerdings schon mal das Versteck vor. Ich bereite schon mal das Versteck in der Garage vor. Zumindest die beiden Verstecke, je nachdem, wo man eben hinläuft. Und ich mache hier einen Geisterhighway. Weil ein Demon, der kann schon sehr früh handeln. Bitte legt die EMFs neben den Kram da, neben die Kruzis. Okay, weitere Beweis-Items brauchen wir nicht. Wo ist das andere EMF? Ah, hier. Wir nehmen noch ein zweites Buch. Und ich packe den hier hin, weil der wird ja von da hinten sehr wahrscheinlich kommen. Wir haben ja keinen Stalker. Eins liegt schon, ne? Okay, perfekt. So, zweites Buch kommt hierher. Also wegen dem Demon ist schon mal hier alles abgesichert. Deshalb liegen ja schon die Kruzis, weil den Demon kann man ja immer haben. Also ein Demon ist sehr aggressiv eigentlich. Weißt du, wo das andere EMF ist? Ich habe es schon hingelegt. Du kannst versuchen, das Parabol zu machen. Den packe ich mal hier hin, dann wissen wir, wann der in der Nähe ist. Ich verteile mal Salz für ein bisschen extra Fotos. Ich tue es aber nicht dahin, wo das Buch und das Kruzi ist. Also Versteck gemacht, jetzt praktisch nur nach Garage kann man so zeigen. Hier ist ein Salzfüßchen. Ja, die besten sind in der Garage. So, das hier ist schon fotografiert. Ich lasse die Kamera hier bei den anderen liegen. Das Buch mache ich. Perfekt, deshalb habe ich es hier reingebracht, dass wir mehr Fotos kriegen können. Sehr gut. Perfekt, noch drei Fotos, das heißt zwei davon können Salzfüßchen werden. Ich lege die Kamera hier zwischen die beiden Salzfüßchen, wenn er reinlatscht, kannst du ja Fotos machen und die andere lasse ich hier, falls er die Tür anfasst oder so. Okay. Ich hole noch die andere Kamera für später fürs Geisterfoto. Ja. Und ich sollte den Smudgy vielleicht ein bisschen näher zum Versteck legen, weil wir wissen ja noch nicht genau, was wir haben. Nehmen wir den noch mit, nehmen den und die Kamera. So, die Kamera tun wir mal dahin. Ah ja, damit markieren wir jetzt das Versteck. Oh, der Smudge sollte aber im Versteck liegen, nicht da drauf. So. Den hier packen wir da hinten noch hin. Dann sehen wir ihn, wenn er rauskommt aus dem Raum, falls der uns den Strom vorher abdreht. Weil es ist kein Djinn dabei. Alle diese Geister, die wir auf der Liste haben, können gerne den Breaker ausmachen, wenn sie Lust dazu haben. So, und dann nehmen wir die noch mit. Ich hoffe, die eine ist noch an, aber ich glaube nicht. Nee, natürlich nicht mehr. Für die kleinen süßen Flauschigen. So, dann ist der Geisterhighway eigentlich schon fertig. Okay, falls er auftaucht, kannst du ja ein Foto von dem machen. Ich mache noch die Salzfüßchen hier, die hast du ja nicht gemacht, ne? Ja, ich glaube, der hat auch ins Buch geschrieben, ne? Das habe ich schon vorhin gemacht. Warum geht da das EMF? Die Tür hat sich bewegt. Ach, die Tür, okay. Gemacht. Ja, da sind die Fingis. Okay, die normalen Fotos sind alle durch. Dann brauchen wir nur noch das Geisterfoto nachher. Hast du das Buch auch schon fotografiert? Ja, die habe ich alle beide fotografiert. Sehr gut. Okay, dann haben wir schon fotografiert. So, das heißt... Da müssen wir doch schlafen, oder? Haben wir jetzt... Haben wir ein Perfect Game? Wir könnten eins haben, wenn wir dieses Geisterfoto noch hinkriegen. Zum Glück ist kein Phantom dabei. Oh, ich brauche noch eine UV-Lampe später für den Mining-Test im Versteck. Hat das Parabol funktioniert?
glaube nicht. Doch, es hat funktioniert. Ja, passt. Ja, wir müssen jetzt gleich nur noch ein Foto vom Geist machen während des Hans. Ich glaube, der Demon ist raus, weil... Das ist immer am besten. Der hat nicht... Der hat nicht einmal versucht anzugreifen, also... Show us, are you here? Give us a sign. Are you here? Are you close? Okay, wir müssen mal nach der Sanity gucken. Was hat er gerade gemacht? Geworfen? Ah, den Schuh, oder? Ja, wo war der Schuh vorher? Der war da hinten, oder? Genau, ja. Das war schon ein ziemlich weiter Wurf. Hm. Okay. Vielleicht ein Polti? Nimm mal die Schuhe, die ich hier aufs Bett werfe und tu die mal damit auf den Stapel. Keine Fotos mehr machen. Wir brauchen die fürs Geisterfoto. Ja. Der macht die Tür jetzt zu. Ach Mist, man kommt hier gar nicht dran. Blöde Schuhe, kommt. Mann, das ist ja blöd, dass man die hier nicht übers Bett werfen kann. Da ist sie, schnell, Foto. Ich habe keine Kamera. Mann, immer wenn man keine Kamera hat. Sie stand hier in der Ecke. Sie stand hier in der Ecke. Hätte einfach blind fotografieren können. Scheiße. Ja, komm, die Ecke war. Ich wusste nicht, wo wir das gesehen haben, diesen Bunker. Ich hab die jetzt nehmen. Sie fotografiert. Ach Mann, das hätte das Geisterfoto sein können. Ja, aber so schnell. Ich schmeiß dir jetzt die Kamera aufs Bett. Kannst du selber machen, ja. Guck. Ja, jetzt, wenn ich sie in der Hand habe, kommt sie eh wieder nicht. Das ist immer so. Das ist immer das Gleiche. Immer, wenn man keine Kamera hat, machen die Ghost-Events. Immer das Gleiche. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es da Fingerabdrücke? Tatsächlich. Fingerabdrücke kann man da sehen. Nice. Aber macht davon lieber keine Fotos, weil die funktionieren, glaube ich, auch nicht von den Tastaturen und so. Von den Fernbedienungen vom Fernseher auch nicht. So, und gucken wir mal, was ein Polti ist. Show us. Give us a sign. Where are you? Are you here? Show us. Ich höre dich gar nicht. Ich rede ja auch mit dem Geist. Show us. Give us a sign. Are you here? Are you close? Can you do something? Throw something. Do something. Are you here? Are you close? Give us a sign. Moment, was macht der Sensor denn da? Hab ich den da hingetan? Ich hab doch einen dahin. Na komm, mach bitte nochmal so ein Ghost Event. Bitte. Show us. Give us a sign. Are you here? Der Ball? War aber ein Einzelwurf. Das war ein Einzelwurf. Na, mach das Licht aus. Show us, give us a sign. Are you here? Can you move something? Are you here? Are you close? Show us, are you here? Move something. Give us a sign. Are you here? Are you close? Show us. Show yourself. Where are you? Wo habe ich meine Smudgies? Weißt du was? Riskieren wir es mal. Vielleicht zeigt er sich ja. Oh, 14, 10 ungefähr. 15, 10, 15, 40. Bis 15, 40 mal warten. Show us. Give us a sign. Are you here? Show yourself. Give us a sign. Are you here? Show us. Give us a sign. Show us. Are you here? Das gibt's doch nicht. Was ist mit dem Geist los? Ich hab den doch gerade gesmatscht. Normalerweise müsste der ausflippen. Sehr komisch. Also ein Demon ist es, denke ich mal, nicht. Dafür ist er zu brav. Komisch.
Give us a sign. Are you here? Show us. Move something. Throw something. Can you do something? Are you here? Are you close? Show us. Are you here? Mehr nicht. Show us. Are you here? Give us a sign. Do something. Ja, der Effekt vom Smudge ist jetzt vorbei. Super. Ich brauche einen neuen. Ich weiß nämlich nicht. Natürlich killt er den Breaker. Ich glaube, unsere Sanity ist low. Natürlich killt er jetzt den Breaker. Smudgen hat gar nichts gebracht. Der hat kein Multi-Throw gemacht. Er hat sich nicht gezeigt. Gar nichts. Und er huntet. Jetzt kann ich schon wieder ein Foto während des Hunts machen. Nein. Hoch für die Kamera, runter für den Smudge. Ich höre gar nichts. Du kannst meinen Link eintragen. Es ist ein Meiling. Okay. Ja, Marsch, Meiling, ja. Und der kommt einfach nicht hier rüber irgendwie. Der ist nicht hier rüber gekommen. Oh Mann. Wie soll ich denn da das Foto von dem kriegen? Lustig. Oh Mann, ey. So, wir werden es jetzt gleich wieder an der Tür hören, wenn er wieder huntet. Ich trage mal Meiling ein, falls ich drauf gehe. Perfect Game ist echt immer schwer zu machen, wenn diese blöden Geisterfotos dabei sind und wenn man die während des Hunts machen muss. Das nervt. Ist auch blöd. Finde ich auch doof. Der nicht anders machen. Ich glaube, wenn er nicht anders machen kann, wenn, da bist ich, wenn er kein Hunt ist, sondern nur so ein Event oder so. Ja, die Eventrate ist auf niedrig gestellt und die Cursed Possessions sind aus. Wenn man zum Beispiel diesen Summoning Cycle hat, könnte man das Foto da ganz easy machen, aber das kann ja jeder. Ist zu einfach. Jetzt hat er einen Kruzi angefressen. Okay. Ah, wir warten auf den Hunt. Versuchen ein Foto zu kriegen. Sterben vielleicht. Also, wir sind gleich wieder da. Er huntet. Runterscrollen ist der Smudge. Ich muss mir merken, runterscrollen. Ghosty. This way. Hello. Ghosty. Ich glaube, der läuft dauernd in den Keller. Ghosty! Hier! Hallo! Wo ist der? Jetzt sag bitte nicht, du hängst fest. Oh Mann, ich glaube, der hängt da hinten in dem Raum fest. Das ist doch scheiße. Ghosty, give us a sign. Are you here? Ich habe auch keinen Bock, wieder wegen so einem scheiß Foto zu sterben. Show us, give us a sign. Are you here? Show yourself. Komm schon, mach ein Event. Ach, Mann. Es ist riskant, wenn ich hier jetzt auf den warte, weil es ist ein weiter Weg. Nee, ich habe versucht, ein Event so zu kriegen, aber ja. Der hat nur einen Ball geworfen, alles okay. Jetzt hat er einen Kruzi angefressen. Ich weiß nicht, ob ich es von hier aus bis zum Versteck schaffe. Das ist das Problem. Ja, eben. Ist riskant. Ich muss, glaube ich, hier stehen, weil er mich sonst nicht sieht. Oder er steckt im Raum fest. Eins von den beiden. Und da hinten im Schlafzimmer will ich mich auf keinen Fall verstecken. Kannst du vergessen. Aber jetzt frisst er gerade wieder einen Kruzifix. Ja, man muss jetzt eben geduldig sein und warten, bis er auch wirklich hier hinkommt. So, da ist auf jeden Fall noch ein Smudgy. Da ist die Lampe für ein... Vielleicht kommt da niemals hier hin, weiß man ja nicht. Ein Meiling-Test. Ich hoffe, der steckt nicht da hinten im Zimmer fest. Da gibt es ja, glaube ich, irgendeinen Bug, dass die da hinten festhängen können. Und ja, das ist scheiße, wenn das jetzt der Bug ist. So, ich hätte gerne
Nein. Ich hätte gerne, wenn ich hochscrolle, dass da der Smudge ist. Genau. Okay, das Licht flackert. Ghosty Pants, this way. Hello, here, Ghosty Pants. Hello. Hey. Ghosty, here. Hey. Ghosty. Sie kommt. Okay, ich habe sie genau dann gesmatscht, als der Hand zu Ende war. Foto hat gezählt, raus hier. Wir haben aber 90 Sekunden Zeit zum Rausgehen, also keinen Stress. Oh mein Gott. Jetzt hat es endlich geklappt. Da muss ich aber auch immer halb die Lunge rausschreien, damit sie anhören. So, aber die Arbeit hat sich gelohnt. Ich glaube, wir haben ein Perfect Game, oder? Hatten wir den noch? Ah, ja, den hab ich schon gefunden. Den hast du ja gefunden, genau. Gott sei Dank. Und wegen der, wie leise, der war ja mega leise, also das ist auf jeden Fall mein Ling. Weil ich habe den gar nicht gehört. Ich habe den erst gehört, als der an der Garage irgendwie war. Ich habe den in der Küche, als ich ihn schon gesehen habe, habe ich ihn immer noch nicht gehört. Ja, Perfect Game. Hast du mein Ling eingetragen? Hab ich. Super. Okay, abfahren. Ja, ein Perfect Game zum Abschluss, ist doch cool. Ah, endlich mal wieder ein Perfect Game. Hat mal endlich wieder geklappt. Danke, lieber Meiling. Wenn es dann mal klappt, dann weiß man es auch zu schätzen. Und hier seht ihr den Perfect Game Bonus. Und ja, ein Event, drei Hands. Und ja, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.